Effekt. Search. Labyrinth. Labyrinth. Rein da. Eins. Zwei. Drei. Go. Hey. Hey, ich krieg einen Kaiju. Noch ein Kaiju? Okay, okay. Das wird ja jetzt langsam aber sicher interessant. Oh, wir haben also Unchained. Okay, das könnte ziemlich doof werden. Er zerstört auf jeden Fall schon mal unseren Kaiju. Das ist nicht okay, I guess. Na komm, ich möchte den Kaiju dann doch gerne behalten. Wir aktivieren einfach mal unser Willkommens-Labyrinth. Dann werden wir nämlich aus unserem Deck eine wunderschöne Labyrinth-Karte special. Und zwar das liebliche Labyrinth. Ja, guckt sie euch an, wunderschön. Dann möchte ich natürlich den Effekt aktivieren und den wunderschönen Radiant zerstören. Weg damit. Ah, ist das toll. Dann kann ich auch direkt diesen wunderbaren Effekt aktivieren und... Zack, machen wir. Ich hitte wahrscheinlich irgendeine dämliche Unchained-Karte, die dann wahrscheinlich floatet. Oh. Okay, okay. Dann trigger ich doch mal unseren Erzunterwäldler. Ja. Wir haben zwar noch nicht wirklich viel in unserem Griff, aber das wird trotzdem ordentlich was werden. Special! Special! Und eine Karte zerstören! Ja, die, da haben wir... Oh, boy! Das war gut! Das war sehr gut! Dark Ruler No More, okay. Dann möchte ich natürlich auch noch diesen wunderschönen Effekt aktivieren. Ich möchte mir eine Karte setzen. Und dann möchte ich auch noch einmal Imperm aktivieren. Ja! Yippie! So muss das sein. Perfekt. Es ist einfach wunderschön. Dann setze ich mir auch direkt magischen Zylinder. Denn magischer Zylinder macht einfach Spaß. Außerdem trigger ich den Effekt von unserer Field Spell. Und setze mir dann... Na, was setze ich mir? Ich würde sagen... Ach nee, ich setze mir nichts, sondern ich special unsere Ariana. Ariana search mir nämlich dann wieder eine schöne Karte. Und die Karte, die ich mir special, wird wahrscheinlich Kuckuhr sein. Denn Kuckuhr ist ein Quick-Effekt, kann ich abwerfen und dann kann ich in diesem Zug sogar die Trap setzen, die normale Trap aktivieren, die ich in diesem Spielzug gesetzt habe. Heißt, ich kann sogar protecten. Ich aktiviere den Quick-Effekt von Kuckuhr. Dem hat er nichts entgegenzusetzen. Oh nein! Aber jetzt kann ich zumindest das hier verhindern. Magic Cylinder! Rein da! Es ist einfach so wunderschön. Endphase? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, ja. Okay, okay. Ich muss mal ganz kurz gucken, was kann ich denn jetzt machen? Also ich kann auf jeden Fall mir eine Normal Trap setzen. Den Heino kann ich auf jeden Fall zerstören. Ich kann natürlich auch Rekaya zerstören, aber naja, das, was er dann damit specialt, kann ich nicht zerstören. Heißt, ich muss jetzt irgendwie schauen, was ich da oder wie ich da jetzt vorgehen kann. Na komm, wir aktivieren mal den Effekt von Shikat. Wir werfen ihn hier ab und dann werfen wir auch noch die wunderschöne Dame ab und dann setzen wir uns eine wunderschöne Spell. Trap meine ich. Willkommens Labyrinth! Wuhu! Dann triggern wir den Effekt von Kuckuhr und werden Kuckuhr auf die Hand nehmen. Okay, dann aktivieren wir liebliches Labyrinth und werden uns eine Imperm setzen. Denn das, wovor ich tatsächlich so ziemlich am meisten Angst habe, ist in diesem Moment die Möglichkeit, dass er irgendeine Extra-Deck-Scheiße macht und meine Monster weglinkt. Perfekt. So. Wir sind auf jeden Fall schon mal gut vorbereitet. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Wir gehen mal in die Battle Phase und dann greifen wir einfach mal mit unserem Erzunterwäldler auf Rekaya an.
Der holt sich entweder jetzt nochmal eine scheußlich losgekettete Seele oder... Ah. Damit habe ich leider gerechnet. Das ist unlucky. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Weil er nämlich jetzt lediglich die Möglichkeit hat, diesen Effekt zu aktivieren. Und dann kann er, wenn ich Willkommens Labyrinth aktiviere, nicht wirklich großartig was machen tatsächlich. Das ist ja das Schöne. Ja, ja, ich merke schon. Du möchtest also jetzt dieses wunderbare Monster hier weghaben. Dann gehen wir doch einfach mal... Ja, komm, aktivieren wir mal Willkommens Labyrinth. Das passt schon. Und wir specialen einfach mal... noch eine Ariana? Oder... Na komm, wir noch eine Ariana. Dann triggern wir den Effekt von Labyrinth in Labyrinth und dann zerstören wir doch diesen wunderbaren Dog. Oh Gott, diese ganzen Effekte. Oh Gott, dieses Deck ist einfach nur Wahnsinn, ey. Okay, wir machen erstmal das. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Und den letzten machen wir nicht. Gott, ja, 60 Sekunden, leck mich. Okay, dich können wir setzen. Dann ziehen wir eine Karte und möchte ich ein Monster als Spezialbeschwörung beschwören? Ich weiß nicht. Nee, das passt schon. Ich zerstöre jetzt diese wunderbare Karte in seiner Hand. Es ist, okay, sogar die Trap, perfekt. Das ist vollkommen egal, denn die wurde ja nicht gesetzt zerstört. Wird der Endphase? What? Das kam jetzt unerwartet, Bruder. Erstmal würde ich sagen, ja, gucken wir noch mal, was wir in unserem Gräf haben. Da haben wir ja mittlerweile einiges. Und ich würde sagen, wir nehmen uns einen magischen Zylinder. Dann würde ich sagen, machen wir einmal Willkommens Labyrinth. Und wir specialen in diesem Fall mal die Ariane. Dann aktivieren wir den Effekt von Labyrinth Labyrinth und zerstören doch einfach mal Abominable Soul. Weg damit. Gehört nicht hierhin. Einfach nur weg. Wir triggern mal diesen Effekt und zerstören einfach mal Rekaya. Willkommens Labyrinth und setzen Labyrinth. Okay, das passt auch. Dann haben wir nämlich die Karte auch schon einmal. Und die restlichen brauche ich gar nicht triggern, da ich ja im Moment einfach keine Möglichkeit habe. Ich kann zwar Torrential setzen, aber das ist mir gerade vollkommen egal. Perfekt. Wir zerstören Rekaya. Mal gucken, was er mit Rekaya jetzt holt. Nee, was? Nichts? Okay. Dann gehe ich einmal in den Angriffsmodus. Und dann rein da in die gute Stube. Ja. Und auch du! Erzunterwäldler! Gönnung! Nice. Eine kurze Unterbrechung dieses Videos hier für mein aktuelles Gewinnspiel. Und wer nicht genau weiß, um welches Gewinnspiel es geht, dieses Video hier, was jetzt gerade aufploppt, einmal anklicken, kurz anschauen und dann wiederkommen. Dann könnt ihr mitmachen und vielleicht gewinnt ihr sogar was Schniekes. Um Preise zu gewinnen, sucht ihr diese mysteriöse Karte. Und diese mysteriöse Karte werdet ihr mit 10 Hinweisen unter Umständen erraten können. Und einen Hinweis gibt es jetzt. Hinweis Nummer 6. Die gesuchte Karte hatte bereits mindestens einen weiteren Print in einer anderen Rarität. Das war auch schon der Hinweis. Und jetzt viel Spaß beim weiteren Video. Ja du, mir bleibt eigentlich nicht wirklich so unfassbar viel über, ne? Also, Punishment? Imperm? Torrential? Und Willkommens Labyrinth. Das Einzige, was jetzt richtig wehtun würde, wäre Red Reboot oder Feather Duster. Und wenn er eins von beiden hat, GG. Ja, Torrential. Perfekt. Pot of Desires, okay. Gönn dir, Bruder. Okay, da kommt noch eine verdeckte Karte, da kommt noch eine verdeckte Karte. Und das war's. Endphase. Wir aktivieren Willkommens Labyrinth. Und jetzt kommt locker eine Ash. Nein. Wow. Wie machen wir das denn? Ich glaube, wir holen uns erstmal
liebliches Labyrinth. Damit können wir dann nämlich das Willkommenslabyrinth nochmal setzen oder vielleicht sogar nochmal Torrential, je nachdem. Und dann ja, sind wir eigentlich schon ziemlich... Oh boy. Okay. Das ist doch interessant. Ich glaube, ich aktiviere einfach mal Lovely Labyrinth und setze mir doch mal Torrential. Forbidden Droplet, ja, Droplet, okay, okay. Interesting, interesting. Wenn der wüsste, was ich hier noch alles liegen habe, ey. Na, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Battle Phase und drücken ihm mal 1450 rein. Perfekto. Dann haben wir hier Willkommenslabyrinth verdeckt und nochmal Willkommenslabyrinth verdeckt. Wunderschön. Er versucht's auch immer wieder, ne? Er versucht's auch immer wieder. Wenn ich jetzt eine Imperm droppe, wie sieht es da aus? Wobei, nee, brauche ich gar nicht. Ich lasse ihn das durchgehen. Dann hat er dann nämlich eine wunderschöne Lilla. Und jetzt kommt Punishment. Ja! Ich wähle einfach mal die gute alte Lilla. Dann möchte ich nichts weiter aktivieren. Ich packe einfach mal Entis auf den Greif und dann aktiviere ich noch einmal Entis-Effekt. Wähle dich. Dann möchte ich diese wunderbare Karte einmal aktivieren und dann möchte ich doch das Willkommenslabyrinth einmal aktivieren. Called by. Okay. Das ist gar nicht mal so schlimm. Nee, ist gar nicht mal so schlimm. Das akzeptiere ich vollkommen. Ich setze dich einmal hier hin. Ich zerstöre mal keine Karte in seiner Hand, sondern zerstöre mal seine Kissekill. Ich habe hier einfach dreimal Willkommenslabyrinth liegen, Alter. Was zur Hölle? End Phase. Woo! Und wir aktivieren Willkommenslabyrinth. Und wir specialen in diesem Fall die Ariana, würde ich sagen. Die Ariana specialen wir, damit wir uns mal das Labyrinth holen können. Das brauche ich nämlich mittlerweile mal. Das wäre wunderschön. Oh yes. Okay, es wird einfach nicht schlimmer. Es wird nur besser. Erstmal Pot of Prosperity. Wenn er eine Ash hat, hat er eine Ash. Come on. Wir machen einfach mal 6. Je tiefer wir graben, desto bessere Sachen finden wir. Du kommst weg, zweimal Baguska, zweimal Dugaris und, ach komm, Underworld Goddess, das passt schon. Mir gefällt gerade Trap Trick ganz gut. Ja, der Rest, der kommt einfach mal in der beliebigen Reihenfolge wieder unter das Deck. Dann aktivieren wir Labyrinth. Dann kommt direkt dahinterher einmal der Effekt von Lovely Labyrinth. Und wir setzen Punishment. Dann droppe ich noch einmal Willkommenslabyrinth. Und damit holen wir uns den Erzunterwäldler. Und wir zerstören eine Karte, und zwar die hier. Ach, ist das schön. Dann kann ich noch diesen wunderschönen Effekt triggern und mir direkt ein Magic Cylinder setzen. Dann gehe ich in den Angriffsmodus und dann habe ich eigentlich gewonnen, sollte er jetzt nicht irgendwie doch noch was haben. Okay, er hat nichts. Ah nee, ich habe gar nicht gewonnen. Pot of Prosperity. Das vergisst man so fucking schnell. Das ist absurd, wie schnell man das vergisst. Naja, eine Karte verdeckt. GG. Ich glaube, ich mache ihm einfach jede mögliche Special Summon für eine Lilla und Kissekill komplett zunichte. Das ist wunderbar und fantastisch. Es gefällt mir einfach. Es macht einfach Spaß. Oh, 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 okay. Dann kommen wir doch mal wieder mit Punishment um die Ecke. Ich wähle dich. Ich droppe dich. Ich aktiviere dich. Zerstöre dich. Dann aktiviere ich auch noch dich. Und ich aktiviere auch noch dich. Wow. Chaos Neftis. What the fuck? Okay. Das ist jetzt wirklich insane. Ja, du, akzeptiere ich. Vollkommen okay. Nee, ich möchte kein Monster-Special. Das ist schon vollkommen okay. Ich wollte lediglich eine Karte ziehen. Dann möchte ich keine Karte in der Hand des Gegners zerstören, sondern seinen Chaos-Neftis. Yay! Victory! Rank up! Wir aktivieren erst einmal Trap Trick. Wir
banishen dann einfach mal dich. Und setzen uns dann gleich einmal dich. Wunderschön, wunderschön. Das Ding ist, wenn er halt mit dem guten Orochi jetzt irgendwie was vernichtet, ist das halt echt scheiße. Okay, wir triggern das Labyrinth Labyrinth und dann droppen wir doch einfach mal... Oh, wobei, warte mal, jetzt kann ich ja sogar Punishment aktivieren. Dieser Lump! Dieser Lump! Das ist ja wunderschön. Möchte ich doch auch direkt hinterher drücken, damit er mit Orochi nichts poppen kann. Machen wir mal. Welche Karte habe ich denn, die jetzt funktioniert? Das muss ich gerade überlegen. Ah! Oh, die beste überhaupt! Jetzt habe ich total vergessen, dass die 2,5 ATK hat. Dann Effekt Entis. Zerstören werden wir Gardala! Und jetzt kann ich leider Willkommenslabyrinth nicht aktivieren. Scheiße! Wenn er jetzt einen Grand Macho hat, habe ich verloren. 25 mal... Oh, boy. 10.000 ATK. Er geht hier rein. Ah, ich hab verloren. Oh, easy. 100 Lebenspunkte, Mann! Das ist der Protagonist-Moment! Woo! Und ich heil wahrscheinlich gerade richtig übel. Alter! Das kannst du ja niemandem erzählen! Okay, okay, okay. Schön! Ja, dich kann ich aktuell nicht aktivieren, das ist natürlich doof, dafür brauche ich, glaube ich, eine Labyrinth-Tante. Aber ich habe Willkommens-Labyrinth am Start, das ist etwas Wunderschönes und das möchte ich jetzt erstmal aktivieren. Wenn er jetzt irgendwas dagegen hat, dann ist es natürlich doof, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Oh ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, also, wenn ich jetzt die gute Tante hole. Was kann ich dann machen? Ja, komm. Wir holen uns einfach mal die gute alte Lovely Labyrinth im Verteidigungsmodus. Wir lernen dazu. Wir lernen dazu, Leute. Dann aktivieren wir den Effekt von Labyrinth Labyrinth. Wir zerstören Grand Maju. Weg. Weg damit. Einfach nur weg. Dann triggern wir den optionalen Effekt von Lovely Labyrinth. Und ich möchte eine Karte zerstören auf dem Feld meines Gegners. Und zwar Doggora. Dann aktiviere ich den Effekt von Lovely Labyrinth. Und setze mir erneut ein Willkommens-Labyrinth. Wunderschön! Das macht Spaß! Ja! Endphase. Ich habe ja auch ehrlich gesagt Angst vor irgendeinem dämlichen Burn-Damage oder sowas. Ja, mach mal. Ja, Thunderbird. Oh boy. Okay. Er kann eine gesetzte Karte zerstören. Er wird ja wahrscheinlich meinen Willkommens-Labyrinth nutzen, oder? Oder wählen wahrscheinlich. Okay, I don't care. Torrential, I fucking nochmal don't care. Nicht sein Ernst. Okay, Willkommens-Labyrinth, aktivieren! Diesmal droppen wir unseren Erzunterwäldler, der wahrscheinlich massiv viel ATK hat. Ja, 3-2, da sehe ich mich. Dann zerstören wir doch einfach mal seine verdeckte Karte. Oh Gott, Kaiju-Slumber, wunderschön. Und dann triggern wir nochmal den Effekt von unserem Erzunterwäldler, da er gespecialt wurde. Und setzen uns Magic Cylinder. Jetzt hat er bestimmt Angst anzugreifen. Ich glaube, ich habe die Kontrolle wieder erlangt. Naja, so semi. Durch seine Verbindungsprobleme kann ich leider gar nichts machen. Wir holen uns erneut ein Willkommens-Labyrinth. Dahin. Natürlich sinken jetzt die ATK von unserem tollen Erzunterwäldler, aber scheiß drauf. Denn mit 3-2 kann man immer noch ordentlich reingehen. Ja! Und dann auch noch mit 2-9. Oh yes. Main Phase 2, okay, dann Kompuls verdeckt und dann Ende. Und da gibt er auf. Ja gut, aber das ist ja auch einfach übel gewesen. Er hatte nur noch 2 Karten, konnte wahrscheinlich nicht mal mehr sein Gizmek nutzen, weil er viel zu wenige Karten in seinem Deck hatte. Und ich habe einfach ein relativ volles Board, also...